Tja, so, da bin ich jetzt wieder. Diesmal hier kam die Elgato, das ist eine ganz tolle Idee. Das ist auch so geil, was ich heute für ein Geschiss habe mit der. Ja, einfach sich mal abzudaten während dem Stream, das ist super. Geht das Ding einfach aus, ne? Geil. Naja. Gut, groß viel verpasst habt ihr nicht. Ich weiß ja natürlich jetzt momentan gerade nicht, weil ich immer noch live bin hier, wo er jetzt genau aufgehört hat. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier beim Plündern. Ja, diesmal mit dem schnellen Läufer. Weil der andere ja besoffen ist. Deswegen geht es da nicht. Ja. Ist natürlich jetzt kacke, dass er so einfach so das Ding mal updatet, während das Ding läuft. Das ist geil. Ja. Ich glaube, da muss ich groß nichts weiter dazu sagen. Ist einfach scheiße, ja. Natürlich auch direkt im Osten-Stream, weil why not? Kann man ja mal machen. Ach ja. So. Jetzt kann ich natürlich hier nicht mehr viel mitnehmen, ne? Moment, gehen wir auch mal hoch. Und da das obere Zeug alles. Ach, so eine Kacke hier. Naja. Ja, komm. So. Der ist fertig. Und ich sehe raus hier. Also für Verletzte ist echt gut unterwegs hier. Mann. Ja, die Elgato kam auf die spontane Idee, sich mal selbst abzudaten und dann logischerweise sich zu schließen. Ist auch geil. Während im Laufbetrieb, das war wieder los. Also, keine Ahnung, was heute mit der Elgato los ist. Scheinbar hier ein Scheißtag für Streaming. Nacht war ruhig, sehr schön. So, sehr hungrig, verletzt, traurig, müde. Na ja, komm. Schickt man den ins Bett. Ich hoffe jetzt, dass der andere wieder nüchtern ist und nicht mehr besoffen. Ja. Keine Ahnung. Aber wenn es jetzt auch nochmal vorkommen sollte, dann hier werde ich es auch lassen. Also sprich, wenn ich jetzt hier damit gekickt werde durch irgendwie was, dann werde ich mal das ganze Ding hier einfach mal nochmal neu machen. Weil das geht ja gar nicht sowas. Sehr hungrig, Kater. Oh Mann. Ne, warte mal, bevor ich jetzt das mache. Außer nochmal ein drittes Bett herstellen. Ja. So. Ja, der läuft auch noch so, ne? Aber gut, mit dem Kater kann er ja theoretisch trotzdem plündern gehen und so weiter, ne? Das sollte ja dann nicht das Problem sein. Dass ich zuletzt eine geraucht habe. Ja. So was. Wir können auf jeden Fall hier, was sowas betrifft, das nicht herstellen. Nachvollziehen, wie er sich fühlt. Ich glaube, ich brauche bei der Metallwerkstätte ein Upgrade, ne? Glaube ich, für die ganzen Waffen. So war das doch, glaube ich. Weil wenn hier jetzt nur ein Messer geht. Okay. Da fehlt auch noch einiges. Oh, shit. Ne, hilft auch nichts. Ich brauche trotzdem mal noch. Ne, da habe ich drei. Da habe ich immer noch eine. Ja, eine mal trotzdem nochmal sicherheitshalber herstellen. Ah, der ist fertig. Okay, jetzt habe ich aber drei Betten, habe ich. Ein Sessel habe ich. Und ein Radio habe ich. Oh, das ist so die Frage. Wieso ich jetzt hier diese Trophy nicht krieg? Oder habe ich die vielleicht schon? Ich weiß es nun immer. Ein Hoch auf das Radio. Okay. Gott. Aber das war trotzdem nicht die Trophy, die ich eigentlich ganz gerne hätte. Ja.
Na? Na gut, groß viel machen kann ich jetzt auch wieder nicht mehr, ne? Ne. Komisch. Setz mir den einfach kurz mal in den Sessel und dann scheiß drauf, zack. Ab zur Nacht. So. Und geht das wieder? Ja. Plündern. So. Genau, verlassenes Haus hat immer noch 61% Medikamente und eine Menge Waffen. Ja. So, warte mal. Der Verletzte, der macht wieder Wache. Und dann repent. Hm. Hat der nochmal? Ne, das geht echt nicht. Schade. Oder? Was macht der? Sehr hungrig, traurig. Na, das kommt das gleiche raus, das ist Wurst. Ne, passt schon. Gut. Mitnehmen brauchen wir ja wieder nichts mehr. Abflug. Ha. Echt kacke. Also wie gesagt, wenn ihr gerade der Stream nochmal abkacken sollte, aufgrund der Elgato, dann lasse ich das für heute. Und werde mein System dahingehend mal überprüfen, dass es nicht mehr vorkommt beim nächsten Mal. Der hat echt immer noch einen Kater. So. Herrlich. Nein. Fangen wir wieder ganz hinten an. Das wird eh wieder eng, ne? Dass er alles mitnimmt. Ja, passiert aber, ist scheiße. Weil vor allen Dingen fängt wieder diese tolle Fehlersuche an. Woran es jetzt genau liegt, ne? Also ich könnte eigentlich nach wie vor echt nur wetten, dass es auch mit an den neuen Grafikkartentreibern liegt. Weil, ja. Seitdem ist eigentlich das Geficke da. Tja, von dem her würde ich erstmal auch definitiv den Grafikkartentreiber zurücksetzen auf den Stand, wo es funktioniert hatte. Ah, hier ist auch noch was. Na toll, jetzt kriegen wir natürlich das hier nicht mehr mit, ne? Ne. Ja, toll. Wegen 6 Holzbalken. Muss ich dann hier wieder rein. Also scheiße. Ach, obwohl. Scheiß auf das Haus. Machen wir beim nächsten Mal wieder das andere weiter. Die bombardierte Schule oder sowas. Was das war. Tja. Und was war jetzt? Was da ziehen die halt bei Elgato noch mit Update? Nach mit Update müssen sie ja. Ja. Ich könnte auch fast finden, dass es das jetzt war, was er bei mir jetzt zwangsinstalliert hat. Während dem Stream und während der Aufnahme. Also bei vollem. Bei vollem Programm. 5-mal Wasser, 3-mal Essen. Bruno verhungert. Wir müssen ihm etwas zu essen geben. Marco verhungert. Okay. Und der verhungert auch. Okay. So. Dann mach du aus bei das hier. Sehr hungrig, verletzt, traurig, müde. Deprimiert. Okay, also der Zustand reicht noch nicht. Was hat der jetzt hier? Der ist immer noch sehr hungrig. Gut, ist mir aber egal. Obwohl. Dann gibst du ihm mal schon mal was zu essen. Hä? Wo hat er jetzt das Essen her? Was ja doof ist, dass nicht erkannt wird, dass man aktiv ist und dann halt die Updates durchführt. Ja. Definitiv, ja. So, der ist jetzt nur noch hungrig. Ja. Nee, reden will ich mit dem mit Absicht nicht. Ja, und er ist auch am Verhungern. Ach, jetzt ist das Essen weg. Wer ist denn das? Obwohl, nee, den nehmen wir nicht. Mit einer Zigarette würde es mir besser gehen. Nix da. Ja, ja, lol. Das kann natürlich nichts machen, ne? So, was will der?
So, zum Glück sind Sie ja. Eine Granate hat ein Haus weit unten in der Straße getroffen und Menschen sind in Schutt begraben. Bitte helfen Sie mir dabei, sie da rauszuholen. Jede Hälfte hat Wort gebraucht. Wir werden für die Verletzten ein notdürftiges Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten und medizinisches Zubehör. Werden Sie helfen? Ja. So, gut, jetzt habe ich natürlich, ja, war ja klar, scheiße, meinen Plünderer weggeschickt. Schade. Tja. Das ist jetzt hier. Lass dich sterben, das ist ja eine Falle. Nee. Ich glaube nicht, dass das Spiel ja darauf ausgelegt ist, dass es eine Falle dann werden soll. Hoffe ich. Na, geht echt nicht mehr hier. Ja, und zum Essen hier habe ich auch nichts mehr. Und was ist denn, was war denn das Zeug hier? Ach, Kräutermedizin. Nee. Hä? Ja, Kühlschrank ist auch leer, ist natürlich scheiße, ne? Naja. Hilft nix. So, mal schauen, was passiert. Ja, passt. So, warte mal, das hier war das hier, ne? Menge Lebensmittel, Menge Materialien, ja. So, vorbereiten, dann kriegst du jetzt hier... Ja, nimmst du einmal die Schaufel mit und mal zwei Dietriche. Genau, und los. Ah. Gott, oh Gott. Gut. Genau, was war jetzt hier nochmal? Ah, genau. Brettern zugenagelt. Ich glaube, ich war ja ganz oben, ne? War ich ganz oben? Genau, nehmen wir einmal hier. So. Also dieses komische Blättergeräusch hier, vom Umblättern irgendwie sowas hier, das gibt es aber auch so an sich ganz nach, das waren nur Holzbretter. Ja, nehmen wir halt mal ein paar mit. So. Okay. Sonst nix. Ach ja, Sägeblatt. Nee. Nö. Was ist das? Achso. Ja, lol. Okay, dann können wir mich also verstecken. Da auch? Ja, lol. Gut, dass die Leute aber alle nichts machen, ja. Oh, nö. Ah. Hier wäre auf jeden Fall schon mal Wasser. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja. Die drei auch, dass wir da auf die vier Stacks wiederkommen. Alles klar. Ja, echt komisch, dass sie nichts machen. Aber finde ich gerade gut so. Ja, fängt dann einen neuen Stack an. Nee, das lassen wir. Ah. Lass mal. Ah. Höp. Eine Notiz an jemanden. Sehr schön. Hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Aha. Sehe ich das jetzt? Ah ja, hier. Ja, nice.
Ja, zum Tauschen nehmen wir den auch mit. Fass unsere Kiste nicht an. Ja, aber Privatbesitz, deswegen. Wertvoller Tauschgegenstand. Konservendosen, Moment, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh nein! Nein! Oh shit. Okay. Da haben die wohl nicht nichts mehr gemacht. Kacke. Oh nein. Ja genau, jetzt kommt es auch noch. Ausbruch von Kriminalität. Ja. Was? Marco ist vom Helfen bei den Bergen. Einige Leute aus der Trümmer des eingestürzten Wohnhauses zurück. Paul wurde auf Suche nach Vorräten getötet. Joa, läuft. Ja, ist ein natürliches Problem. Dass ich ja hier nach wie vor nichts machen kann. Weil das ja hier gescheitert ist, ne? Kackt hier das ab. No. Also viele Möglichkeiten habe ich echt nicht. Die Idee ist einfach schlafen und gut ist. Gestern war er bei uns und nun. Ja. So. Tja, kann nichts machen. Plündern. Ist denn jetzt da wieder alles zurück oder wie schaut es da jetzt aus? Probieren wir einfach mal. Ja. Ach, und jetzt ist dann die Ausrüstung von dem auch weg, ne? Oh. Naja. Scheiße. Gut, nice to know für den richtigen Durchgang. Mist, Mist, Mist. Ja, da sind die Bretter wieder. Ja, und hier ist ja nichts mehr. Da komme ich nicht durch. Und hier war auch nichts mehr. Gut. Naja. Also der macht da schon mal jetzt auch nichts mehr. Also steht die nach wie vor nicht mehr sauer auf mich. Jupp. Genau. Mal schauen hier. Oh oh. Huh. Der hat ein Messer. Los, kommt hier runter. Kriegt einen mit der Schaufel übergebraten hier. Moin Tom. Hä? Was gibt es denn da noch für eine Option?
Aha, okay. Naja. So, gehen wir wieder auf Plündern rüber. Spuren des Lebens, jawohl. So genau, das war jetzt hier wegen dem da, ne? Ja. So. Dann müsst ihr, ne Schmarrn, halt das hier, das Zeug von ihm sein, oder? Ja. Genau, die nehmen wir auf jeden Fall auch wieder mit. Die auch. Ja, deswegen ist er drauf gegangen. So, Moment, was gäbe es denn hier sonst noch? Genau, hier noch. Da kann ich nichts mitnehmen, schade. Ah. Okay, Moment, dann nehmen wir aber auch nochmal. Einmal das Ding hier mit. Ja. Ja, mir kann ja eh groß nichts machen. Ja, passt. Komm zurück. Ah ne, warte mal. Ah ne, scheiße. Ah ne, geht nicht. Na. Ich brauche irgendwie eine Kettensäge. Oder Säge irgendwie. Was? Hallo? Gut. Ah, dass der echt abgekackt ist, verdammt. Oh Mann. Ah. Fling, erstes Blut. Ah ja, genau. Mit dem Umhauen da. Was soll diese ganze Scheiße vorbei sein? Wurden ausgeplündert, war ja klar. Alter. Bruno sieht aus wie ein Gespenst, der ist halb verhungert. Marco verhungert. Okay. Ah, Marco am Boden zerstört. Gut, Moment. Er ist auch am Boden zerstört. Können wir den jetzt nicht mehr laufen, oder was? Na, die Taste geht noch. Oh oh. Hä? Nö. Ich kann echt nichts mehr machen mit den Leuten. Geil. Ja, wollen wir wetten, die sterben? Hä? Ja, geil. Wow, so ist. Die werden jetzt wohl abkacken. Ja, Bett schlafen, Bett schlafen. Hm, war das jetzt ein Todesurteil oder was? Marco hat den Unterschlupf verlassen. Bruno ist gestorben. Ja, das war's mit dem Prolog, würde ich meinen. Aber immerhin. Wie viel sind jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 bis 11 Trophäen. Alles klar. Ja. So, macht aber nichts. Weil, jetzt können wir nämlich endlich mal richtig loslegen mit dem eigenen Setup. Genau, das hier, meine eigene Geschichte schreiben. Hauen wir auch gleich mal an. So, jetzt ist natürlich so eine Sache. Tage bis zum Waffenstillstand. Auf jeden Fall keine 40. 20 ist das Minimum, alles klar. Intensität des Konflikts. Ne, moderat. Und mal hier, kann man da irgendwas hier? Kann ich da... Hä? Neue Zivilisten bestimmen? Kann ich das hier... Ah! Okay. Wie kann ich denn jetzt hier...
So, genau, hier haben wir die Kinder. Die Mischa. Nö, nehmen wir auf jeden Fall mal die Kalina mit. Ja, Twitch ist heute wieder off-trip. Ja, liegt aber bei mir an der Legato. Die hat heute ein ganz tolles Phänomen, alias Spinner. Jo, na. So, wir nehmen noch mit. Nehmen wir einfach mal die Katja. So, da ist wieder Pavle. Ne, wer war denn jetzt hier? Wer war denn hier dieser Plünderer? War das Marco? Ja, ne? Ich glaube ja. Das ist echt schade, dass man hier die Biografie nicht aufrufen kann. Was, wieso war cool auf PS3 weiter? Jo, genau. Bis Freitag, ne? Noch gute Besserung. So, wir haben jetzt einen Mann. Das ist Bruno. Nehmen wir es einfach nochmal ihn hier. Was soll's? Ja, zwei Männer, die Katja und die Kalina als Kind. Ach, guck mal. Hier wären die jetzt hier mit Vater Kind zum Beispiel, Mutter Kind und so weiter. Allgemein mit Ankündigung ist das Problem. Ja, so, ja, das kann sein. Nö, das ist ja einfach so das Kind, also alias weiße Kind dann in dem Fall. Winter kommt früh, zur Hälfte durch, spät. Nö, machen wir zur Hälfte durch. Härte des Winters, ja, moderat. Dauer des Winters, kurz. Jo. So, gewählte Orte, mindestens 8. Was? Banditenfamilie, Plünderer, Banditenhändler. Okay, nehmen wir auf jeden Fall das verlassene Haus. Ruhiges Haus, da ist sie unberührt geblieben. So, natürlich nur ein paar leichte Sachen. Soldaten oder sowas will ich nicht unbedingt. Ne, Militärstützpunkt aber nicht. Wenig Nahrung, ein paar nützliche Sachen finden. Vorsicht, eine kleine Gruppe Banditen. Scharfschützen, genau, das nehme ich auf jeden Fall nicht. Rebellen, Obdachlose. So, auf jeden Fall auch das Stadtkrankenhaus. Nehmen wir auch mal mit. Kirche, ne? Nutzige Teile, Lebensmittel. Komm, die geplünderte Tankstelle nehmen wir jetzt auch einfach mit. Das bombardierte Haus nehmen wir wieder mit. Nein. Bla 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 bla. Ja. Wir haben die BM, hast du ja gefährlich Platz, aber wir werden es riskieren. Nein, dann lieber nicht. Obdachlose. So, nehmen wir das mal noch. Bordell. Okay, Frauen hier festgehalten werden. Pff, was nehmen wir denn noch hier mit? Nehmen wir das Bordell noch. Oder das ist hier Baustelle, Soldaten, Scharfschützen. Nope. Ja, komm, nehmen wir das hier noch. Banditen und Familie, beziehungsweise, nee, warte mal. Hä? Ah. Ah, hier kann ich hin und her wählen, was ich haben will. Okay. Habe ich jetzt irgendwas ausgewählt, wo ich jetzt hier... Ne. Gut. Karte speichern. Ich nenne die einfach mal easy. Hoffe ich. So. Meine Startkarte easy. Ja. Genau. Das können wir jetzt eigentlich mal machen, ne? Meine Geschichte speichern mache ich jetzt auch mal. Ja, keine Ahnung. Test. So. Alles klar. Hä? Ja. Ich habe ja eh keinen aktuellen Fortschritt. Von daher passt das schon. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was die Instant-Hall hat im Spielton. Warte.
Ah, das Mikro ist an, lol. Überträgt das Mikro ins Spiel rein, oder was? Nice. Okay. Ja, ist zwar nur ein offline Ding, aber nö. Sauber. Fuck the war. Genau, das ist das Kind. Läuft auch schon freiwillig rum oder fleißig rum, so rum. So, wer darf denn der die Auserkorene sein, die dann mir mit dem Kind näher kommt? Wahrscheinlich eher sie, ne? Würde ich behaupten. Ja. So, genau, die ist traurig. Und die ist leicht verletzt. So, nehmen wir auf jeden Fall mal. Na? Ja, redet, alles klar. So, du hier, nein, du gehst jetzt nicht hier hoch. Okay, Dings haben wir wohl keine, Dietriche. Ja, jetzt sehen natürlich auch so das wieder an. Jetzt haben wir Dietrich. Gut, die reden immer noch. In hier. Da, 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 da. So. Gut, scheiß drauf. Geschickter Plünderer, genau, gut im Schleichen ist der. Na toll. Haben natürlich genau den richtigen für mich mitgenommen. Ah ja, dann macht ihr da schon mal auf. So, na, das ist schon mal weg. Hä? Ah. Gut, die sind noch leicht verletzt. So, also hier muss ich jetzt echt mal hier richtig spielen. Alles nehmen. Du machst doch schon mal die Bretter weg. Bist doch da beschäftigt, du auch. Muss auf jeden Fall Betten herstellen. In dem Fall 4 Stück. Sicher sie oder nee, eigentlich immer nur 3, das reicht. Mal, wo ist denn hier die Werkbank nochmal? Ah ja. So. Genau, jetzt haben wir hier auch eine Kinderschaukel. Die machen wir auch gleich aber jetzt aus meinem Bett. Ich habe 0. Machen wir die jetzt echt ganz da unten? Naja, oder? Obwohl, doch, muss ich fast. Ja, komm, hepp. Dann mach die da mal hin. Er ist immer noch dabei, der auch. Und die Kleine macht nix. Na, kriegsweise. Gut, also im Ostendurchlauf werde ich definitiv hier nicht Hardcore-Lösung machen und hier das Kind, sag ich mal, hier auf extrem traurig ballern. Das muss echt nicht sein. So. Da werde ich dann schlussendlich mal eine andere Lösung finden. Irgendwie. Depp, 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 depp. Also mit Kind kriegst du echt immer einen geileren Beigeschmack, das Game hier. Okay, was das geil ist, halt. Scheiß Situation, aber. Was? Es rührt sich vielleicht seine Zaubertür zu einem Schatzraum. Das ist ja niedlich. Okay, gut. Also das geht wohl mit den Kindern nicht. Ach, die sind im Bett fertig. Sehr schön. Dann macht die das gleich mal nochmal. Na komm. Wenn man das hier braucht. 2 und 4. Gut, das sollte locker reichen. Hep, nochmal ein Bett. Weil die nachher auch nice ist, jetzt kann ich endlich mal den Teddy dann verwerten. Wenn ich wieder einen finden sollte. Ja, hier ist soweit alles clear. Ah.
Was? Hallo? Ah ja. Sprungseil, genau, da brauchen wir die Teddybären da. Sprungseil im Ball. So, die ist da schon mal fertig. Ich mache jetzt erstmal die Kinderschaukel hier. So, warte mal. Geht es hier nicht so, wenn ich das hier jetzt, das hier? Ne, das ist nur das. Nö. Gott, egal, machen wir es aus der Kinderschaukel. Wohin machen wir die jetzt? Nee. Obwohl. Doch, wir sind zu viert. Ich brauche nur 3 Betten. Ja, doch, komm. Hängen wir die mit daran. Hör mal, wegen was sitzt eigentlich der andere hier nur dumm rum? Das geht ja gar nicht. Gut. So, guck mal. Wir haben dir eine Kinderschaukel gebastelt. Ja, hört sich doch schon besser an. Gut, Ziel erfüllt erstmal. Ja, Bett geht jetzt nicht mehr. Einfaches Heizgerät. Könnte man eigentlich auch schon mal bauen. Ja, komm. Machen wir das. Machen wir das wohin? Nee, die Küche eigentlich nicht. Ja, machen wir es hier hin. So, du machst hier gleich mal weiter. Ja, der ist eh nur dabei. Alles klar. Was ist denn die für eine Bio? Oh ja. Und dann werden Mami und Papi zurückkommen. Ah, kriegsweise. Tja, wohl ja nicht. Ja, die können noch verbessern, alles klar. Gut, er ist durch. Nein, jetzt schon, okay. So, geschickter Plünderer, der geht dann plündern. Ja, im Verlass den Haus. So, auf jeden Fall lassen wir das Kind immer im Bett schlafen. Und der Arika, der steht Wache. Oder kann ich die jetzt auch noch? Nee. Ah, okay. So, dann machen wir ihn hier plündern. Ja, verlassenes Haus. Ja, er steht Wache. Ah, oh, die Katja kann gut fälschen. Das ist gut, wenn ein Händler kommt. So, genau, die pennt im Bett. Der plündert ja und die pennt auch im Bett. Alles klar. Los. So, habe ich jetzt hier noch... Ne. Alles klar. Keine Dietriche mehr. Schade. Jo. Alles klar. Ja, komm, scheiß drauf. Fangen wir gleich hier an. Höp. Und gleich ein Teddy, das ist gut. Ah, andere Seite wieder. Das ist echt immer gleich, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall bei der Hälfte ungefähr ist der Winter. Da muss ich dann aufpassen, dass ich auch genügend Holz und so weiter da habe. Okay, wenn ich so wieder mache, habe ich definitiv was bei genug Holz. Hm.
So, das lassen wir es mal. Ne, 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 gut. Moment, das lassen wir nochmal weg. Das auch, das auch. Gezogene Zauber-Zigarette, ne, die lassen wir es mal weg. So, hier lassen wir die Bretter weg. Gut. Ja. Wir machen nochmal, dass es hier voll ist. Und hier nochmal so ein kompletter Vierer Stack. Nein. Nur vier. So. Das Holz echt nur zwei immer gibt. Das ist echt schade. Ja. So, schauen wir das doch nochmal gerade an. Naja, brauche ich die Schaufel. Ja. Gut, alles klar. Ach, halt, warte mal. Ja, doch, passt. Ach, nee. Doch noch nicht. Nochmal sicher, aber kurz nachgucken, ob ich auch wirklich dann hier alles habe, was ich theoretisch mitnehmen kann. Nein, siehst du, da auch nochmal ein Teddybär. Komm nicht hin. War ja auch nichts, das hier. Nochmal einer. Ja, alles klar. So, jetzt können wir gehen. So, Satan. Hör doch, Satan. Ah, so. Dann mal schauen, was hier jetzt ist. Muss natürlich gleich mal gucken oder hoffen, dass ich ja genug Materialien zusammenkriege, auch für die Metallbank oder Werkbank. Waffenbank? Ah, wie immer. So, Nacht war ruhig, sehr schön, alles klar. So, die ist jetzt hungrig müde. Ah, guck mal. Moment, dann nehmen wir jetzt gerade mal die Katja. Die stellst jetzt mal auf hier. So, nochmal. Gerade mal hier, geht es nicht nebenbei? Doch, geht. Na, jetzt rennt die Kleine weg. Ah, bevor ich es vergesse, ich muss mit der reden. So. Und? Redet. Ja, yep, sehr schön. Können wir das Nützliches bauen? Ja. Yep. Zur Bleistift eine Küche. Primitiver Herd, genau. So, nehmen wir den Kühlschrank. Höp. Ist die Arbeit recht schwer gewesen? Nö. Nur halt ein bisschen zeitaufwendig, ne? Wegen den ganzen Charakteren halt. Aber schwer, nö. Also Schwierigkeitsgrad würde ich meinen, 4 vielleicht. Oder 3 von 10. Ne? Also, ne. Schwer ist das nicht. Ah, ne. Muss echt nochmal mehr Zeug herstellen, sonst bringt das hier gar nichts. Na, toll. Holz. 9. Naja, hier haben wir auf jeden Fall die Bücher, dann stellen wir schon mal das hier her. Ja, ja, alles gut machbar. So. Ach scheiße, wohin Dietrich? Nein. So kommen natürlich dann nirgends hin, ne? Ne. Ne, nicht wirklich.
Hier haben wir auch schon alles. Hier glaube ich auch, ne? Ja. Ah. Gut, dann machst du das noch weiter. Die Kleine hat Spaß, ist immer sehr schön. Und das können wir ja schon mal herstellen. Ja, komm, mach mal. So. Ah, ne, ja. Hungrig, müde. Ja. Ach ja. Bett geht auch nicht. Oh, shit. Ich muss echt Holz einholen. Naja. Schicken wir den ins Bett. So, hopp. So, was ist hier? Oh, echt jetzt? Fuck. Wo sind meine Zigaretten? Der Kleine ist hungrig, geht aber noch. Ja. Mehr machen kann ich, glaube ich, erstmal nicht, ne? Ne. Hopp. Tag weg. Genau, die Bett, die da. Hä? Lass wir ihn hier mal wache stehen. Genau, die pennen im Bett. Das Kind schläft auch im Bett, genau. So. Ja, wir haben immer noch das verlassene Haus, ne? Da wäre was. Waffen und so weiter. Ne. Bleiben wir da dabei. Hier haben wir da alles. Ah. Jo. Einmal nochmal da fix alles mitnehmen. Ah. So. Muss ja jetzt hier runter. Ah, siehst du, das Sprungseil hätte ich noch herstellen können. Na, egal. Kann man auch noch hier nachher. So. Ah, ich glaube, ich habe so die Tür offen, ne? Ja. Yes. Ja. Ja, das eine Waffending, das war das erstmal weg und das hier weg. Auf jeden Fall lieber erstmal was zu futtern. Kräuter können wir auch mitnehmen. Ja, ich glaube, mehr geht jetzt hier eh wieder nicht, ne? Ne? Na komm, scheiß drauf. So, das war ja mit der Schaufel schneller gehen, aber mei, habe ich jetzt gar noch nicht. Na, dann lassen wir den das gerade rödeln. Muss leider einmal kurz sein. Und danach, jo, hoffentlich die Schaufel herstellen. Auf jeden Fall auch dran denken, dass ich jeden Tag mit der einen Tante da mit dem Kind rede. Sonst könnte das auch eng werden in 20 Tagen. Na, ah, kommt sie jetzt. Ah. Mitte des Games Winter kommt, also 10. Tag. Ja, ich sollte da eigentlich fast. Dann erstmal gucken, dass ich alle Orte besuche. Dann habe ich da zumindest schon mal eine Trophäe mehr, weil das könnte sonst auch wieder irgendwie noch 20 Tage. Ah. Oh Mann, was ein Stress. Gut, das Ding ist frei. Was haben wir denn hier? Ja, ja. Genau. Ja, hier geht auch nichts. Ja.
Gut. Moment, der ist so voll, ne? Ja. So, dann halt nicht mehr. Wenn ich Werkzeug hätte, brauchen wir erstmal die Werkbank. Mist. Servus, Gizmo. Sehr große Beute gemacht. Nacht war ruhig, sehr schön. So, die ist jetzt hungrig und müde. Genau, da ist die da. Die ist zufrieden. Gut, sehr schön. Freut mich für die. Dass dieser Tag gute Neuigkeiten bringen wird. Ja, vor allem darfst du jetzt gleich mal wieder hier mit der Kleinen reden. So. Was? Jupp. Aber noch nicht offiziell, also nein. Also gesehen, ja. Ich brauche Ruhe. Ja, genau, am Arsch. So, warte mal, den Herd haben wir. Haben wir den Herd? Ja, haben wir. Genau. Ja, was soll. Wo gibt das am meisten Sinn? Ja, stellen wir es einfach neben den Ofen. Weißt du. Ach, der ist sehr müde. Egal, das bisschen hält er schon aus. So, ist sie fertig? Ja. Gut. Das habe ich da letzte Woche registriert. Okay. Oh. Ist eigentlich ganz chillig. Das braucht auch mal am wenigsten, ne? Ja. Achso. Wo er hier mal den legen soll. Warte mal, da unten ist ja. Ah, machen wir das hier als das Spielzimmer, ne? Ja. So. Kriegt sie ganz links unten ihr Spielzimmer. Gut, dass die Schaukel zwar ein bisschen deplatziert, aber egal. So, die macht ja was mal. Und der ist jetzt auch gleich fertig. Aber ich glaube, ihn ja, wenn der jetzt so K.O. ist, den schickt man ins Bett. Fling, unser eigener Spielplatz. Genau. Das ist ja hier. Ja. Mit dem fertig mit dem Sprungseil. Hopp, hopp. So. Wo sind meine Zigaretten? Gibt's nicht. Ja, okay. Lass mich erstmal noch weiter springen. Gehen wir an der Tür. Kann gut fälschen. Gut, passt eh. Hallo. So. Also, warte mal, wir haben ja das hier zum Beispiel. Was brauchen wir denn? Nichts Besonderes. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall mal was von dem. Können uns einigen, das reicht jetzt. Vergessen ja. Mal ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. So, mal gucken, was jetzt davon alles haben will. Das will ich nicht hergeben. Hä. Okay, warte mal. Na komm. Stell dich zu an hier. Na? Alter Falter. Dachte ich ja gut fälschen. Okay, lol. Naja. So. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Schaufel. Machen wir erstmal das hier. Ach, da ist eine kleine. So, wenn du jetzt gerade. Achso, na, jetzt ist die Werkbank belegt. Nee. Was? Ich will die Tür öffnen. Ja, hier, bitteschön. Hallo. Na komm. Ah. Hä?
Aha. Ach so. Ah. Stimmt ja. Das ist das falsche Ding, ja. Ist ja das hier. Genau. Ja. Machen wir noch einen Ball, ne? Höp. So. Gut, die ist dann schon mal beschäftigt. Der pennt. Hungrig, müde. Na ja, gut, jetzt schicken wir ins Bett. Ach ja, wo Bett? Siehste? Da war was. Nein. Einmal Schaufelhammer. Ne, erst mal nach dem Bett gucken. Na. Na. Mist. Gut, dann doch nochmal. Nach Dietrichen. Moin Schimmel! Ja komm, mach aus bei zwei nochmal. Hä? Hä? Bist du dumm? Wir haben doch schon gehandelt. Oh Mann. Da. Gut, viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht. Ah, der das beibringen kann ich jetzt so auch noch nicht, ne? Ah, nein. Was sagst du im Spiel zu dem hier, meinst du jetzt, oder was? Ich finde es geil. Ja doch, komm, scheiß drauf. Also ich finde es echt nicht schlecht, das Game hier. Ja, die Plünderer geht plündern. Ja, Marco. Nein, ich Mann. Der geht plündern. Nein. Du schläfst im Bett. Alter, hackt's den noch? Der steht wach. So. Das Kind ist im Bett. Passt. Der steht wach. Ja, der geht plündern. Genau, der schläft. Die schläft auch im Bett. Passt. Eins, zwei, Wache plündern. Ja. So, ja, hier wäre ja immer noch einiges. Hä, wohin gehe ich jetzt? Ich besuche das bei jetzt, ist hier. Einmal hier durch. Was machen wir jetzt zuerst? Menge Waffen. Es gibt jetzt hier nicht wirklich viel an möglicher Handel. Vorsichtsgebäude, guter Schalter ist aus dem Haus, dann machen wir das. So, hier nehmen wir auf jeden Fall mal drei Dietriche mit und die Schaufel und los. Ah, gut. Ja, also ich habe jetzt bisher in der kurzen Zeit, sage ich es mal, mit hier, ja, 2,5 Stunden knapp. Zeit hier, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Trophäen. Na? Also es ist hier, sage ich mal, doch zügig, bis auf ein paar Trophäen dauert ein bisschen länger, aber sonst ist das eigentlich kein Problem hier. So, nehmen wir erstmal das wieder nur. Erstmal auch wichtig, dass ich hier diese. Da kommen wir uns in 2er-Stack Holz. Dingsbums hier krieg. Die Lupensymbole überall. Oh ja, Essen wollen wir nicht lange überlegen. Wasser auch nicht. Ah, Zucker, das war's mal weg. Alkohol gibt's doch nicht. Mau mit. Ja, ja. Ja, komm, mach mal weg hier. Den Scheiß. Ja, und Telltale habe ich auch schon gehört, ne? Tales from the Borderlands, bist ja auch hier hellauf begeistert von dem Game. Ne? Freue mich, dass dir das Spiel auch gefällt. Jo. Kaum sage ich's. Ich brauche aber auch Holz, das ist das Problem. Scheiße.
Ja, okay, lassen wir das erstmal weg. Und machen das hier. Okay, da lassen wir noch ein paar weg. Ja, halt, wir sehen bestimmt. Ja, Ausgang. Jupp, jupp, jupp. Na, ja, Telltale Games. Na, eh immer klar. Easy Platin. Egal welches du da zockst. Naja, ich hab's auch schon mal hier. Ganz einfach, wo Stream ploppt es hier noch so ein. Da wurde abgeschlossen, ne? Hab ich auch schon mal wieder runtergeladen. Das werde ich auch mal dann kurz irgendwie machen, auch dazwischen schieben. Bevorzugt vor The Search, ne? Weil das Game habe ich ja vorbestellt. Kommt ja jetzt hier Mitte Mai raus. 16. glaube ich, müsste das sein. Ja, 16. Mai. The Search Action RPG, ähnlich Dark Souls. Beziehungsweise Lords of the Fallen. Doch, Lords of the Fallen. Ist ja der gleiche Publisher. Von daher, jo, wird das geil. Ja? Geil. Geil. so, schauen wir nochmal oben. Na, erstmal nicht. Ja, da ist ja ein Lupensymbol. So, Antiterroroperation, bla bla bla. Armee garantiert ihnen, bla bla bla. Alles klar. So. Kaffee. Gut, das hier können wir nochmal einmal mitnehmen. Haben wir jetzt die Teile nicht mitgenommen? Ne, haben wir nicht. Gut, nehmen wir jetzt einfach nochmal zum Tauschen das mit. Ein Dietrich hätte ich jetzt noch. Gut, ist so ein Allround-Zeugs jetzt zu mitnehmen. Naja. So. Marco is back again. Bom, bom, bom. Bitte lass wieder eine ruhige Nacht gewesen sein. Oh oh. Ausbruch von Kriminalität. Muss das jetzt sein? Wir wurden ausgeplündert. Ja. 5-mal Wasser, 3-mal Essen. Arschlöcher. So. Sehr hungrig, leicht, krank, traurig. Oh oh. So, warte mal. Du gehst jetzt gerade erstmal fix hier mit der Kleinen reden, bevor ich es vergesse. Ach, die ist jetzt da oben. Naja. So. Alles klar. Schere, Stein, Papier. Nice. Sehr hungrig, müde. Gut, das ist erstmal egal. Genau, wir hatten ja da oben noch irgendwas hier mit Dietrich. Nope. Hier nicht. Gott. Hä? So, wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Ich kann Ihnen Folgendes geben. 5-mal Gemüse. Ja. Lol. Nice. Ja. Sowas könnte öfters vorkommen. Genau.
Da nochmal zwei herstellen. Ja. Mach das erstmal. Wenn ich diesen blöden Soldaten darf ich nicht draußen spielen. Ja, wäre echt schlecht. Auf jeden Fall muss ich auch danach noch ein Messer herstellen. Ich sehe ja eh schon wieder hier Remi Demi ist. Alter. Gut. Ja, passt. Oben ist clear. Da waren wir ja auch schon, da ist auch nichts mehr. Ah. Gehen wir mal, die ist sehr hungrig. Moment, da geben wir es gerade hier mal hinein. So. Kleine kriegt definitiv zu aus, was zu essen. Wenn ich aber nicht krank geht ja noch. Ah, jetzt geht es nicht mehr. Nö. Na, dann Bandagen. Wir haben auch alles. Da unten noch. Na genau. Depp, 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 depp. Ah, Bett. Gut, das war sie, das letzte dann. Das ist das Haus clear. So. Mal kurz gucken, ob wir das herstellen können. Ne. Bäh. Ich habe echt zu viel Zeug hier, was sinnlos ist. Ich lasse die Sau gerade mit der da herstellen. Moment. Weil die kriegt jetzt auch sagen wir mal was zum Essen. So, ohne besser eine Bandage, dass hier die leichte Verletzung weg ist. Ha? So. Die braucht doch eine Umarmung. Hä? Ist sie doof? Hast du doch gerade eben gesagt. Die geht auch nachts nicht raus. So. Gott. Aber so, das sehr hungrig müde ist der auch. Ist alles doof. So, aber machen wir es jetzt anders. Machst du jetzt auch sowas? Oder kann man das hier upgraden schon? Nope. Gott. Ja, da geht auch noch eins. Achso, wegen dem Feuer, ja. Was geht da jetzt? Ach so. Moment. Dann macht er das erstmal kurz weiter. Hä? Hm. Katja. Vier Stück. Ja, komm, scheiß drauf. Hauptsache was zum Essen hier. Das Doof ist, ich kann hier das alles nicht machen, was ich gerne machen würde. Aber ich
konnte ich denn dem Kind da nochmal irgendwas beibringen? Beibringen. Hä? Nein! Scheiße. Okay. So, im Bett schlafen, der Plünderer plündert. Die im Bett schlafen, genau. Und er hier sehr hungrig, müde. Steht Wache. So. Da besucht, besucht. Große Menge Materialien, Menge Waffen, Menge Teile. Und das hier hat Menge Lebensmittel, große Menge Medikamente. Brauche ich jetzt so geringend nicht. Gehen wir da rein. So, baufälliges besetztes Haus. Ja. Scheiße, ich habe noch einen Dietrich. Na gut. Hoffe ich mal auf die Materialien, dass die dementsprechend da gut sind. Dann nehmen wir erst mal alles mit. Dann schauen wir dann nachher mal. Okay, da könnt ihr mich verstecken. Oha, okay. Was nehmen wir auch nochmal mit? Ja, hier ist bisher echt jede Menge verdammte Axt. Ja. So, erstmal die Shortcuts frei machen, weitestgehend. Moment. Hopp. Bleiben wir hier. Ah. Gut, also die Menge Teile, das passt. Irgendwas von der anderen Seite. Geht's auch noch hoch. Boah. Da müsst ihr ja 10-mal rein, um das ganze Ding hier wegzukriegen. Nein. Das will ich nicht. Zuckerbomben auch nicht. Das können wir noch 2 mitnehmen. Genau. Ah, halt. Wichtig. Liebste Mascha. Ah. Okay. Mascha ist ja das eine Kind hier. Na. Na toll. Bild ist entfernt worden. Bist sehr hungrig. Ne. Genau, vielleicht beim nächsten Mal. Hust. So. So, was ist hier? Etwas Essen vorbeibringen. Ja, genau, von was trinken der nachts. Jupp. Ja, 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 ja. Genau, jetzt habe ich heute 2 Slots. Gibt beschädigte Gitarre, beschädigtes Sturmgewehr. Der ist doch schon mal nice. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber ich echte hier doch die verbesserte Bank, sonst bringt es mir nichts. Und einmal noch so die Munition. Na, ja, jetzt nichts mehr, ne? Ne. Gut. So, dann nochmal da hoch. Na, immerhin ein Schuss, ne? Das ist auf jeden Fall besser wie 0. Ah, siehst du, das eine hier. Na, scheiße. Sägeblatt. Alles klar. Gut, dann machst du es hier erstmal. Echt jetzt? Jetzt geht es echt nicht, weil der gerade die Leiter da runter geht. Oh Mann. Scheiße. So. Hm.
Lädt, Punkt, Punkt, Punkt. Bestimmt wieder überfallen worden. Oder? Ja. Dreh mal essen. Alter. Sehr hungrig, traurig, sehr müde. Okay, warte mal. Dann machst du jetzt einfach mal das hier weiter. Okay. Die ist mittlerweile schwer verletzt. Kein Kaffee für mich. Ja. Könnte wieder ich sein. Aber mit dem Schwerverletzer bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, ob ich das, ob das schon reicht, in Anführungszeichen, wenn die schwerverletzt ist. Oder so. Hä? Okay. So, jetzt könnte ich auf jeden Fall nochmal das dritte Bett da gerade machen. Ja, komm. Ach, das andere Bett geht jetzt da gar nicht mehr hin, ne? Ne. Schwer verletzt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Warte mal. Da muss ich jetzt mal sicher nachgucken, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass die hier mir abkackt hier. So. Dürfte eigentlich relativ schnell haben, wenn ich hier nach verletzt guck. Was? Nein. Ah, genau, das Ostle Blut. Hatte ich das jetzt schon? Oh, verdammt. So. Oh, 20% stand jetzt. Ja, aus das Blut hatte ich. Okay, dann ist es das nicht. Ach nee, tödlich verletzt. Okay, das war's. Alles klar. Gut. Also geht's immer noch ein paar Etagen weiter. Ich brauche eine dicke Umarmung. Klar. Hä? Ich glaube nicht, dass es hier so gewollt ist, war. Ja, okay, die redet jetzt erstmal, alles klar. Dann redest du erstmal. Achso, der ist auch sehr müde, ne? Gott, schick mal den ins Bett. So, machen wir das Ganze mal so, ist ein bisschen übersichtlicher. Alter. So, der Kleine muss auf jeden Fall auch noch jede Menge Zeugs beibringen. Wäre auch noch meine Trophy, aber das schaffe ich nicht in 20 Tagen, glaube ich. Aus Recht auch nicht mit der Schwierigkeitsstufe, da wollen wir nämlich alles auf ausschalten. Und es dann easy peasy durcheiern. Aber so ist ein bisschen schwierig. So, der pennt. Ja, komm, ess einmal. Ja. Sind alle traurig hier wegen der Wunde. Eine weitere Portion gibt es nicht. Na. So, machen wir es aus bei das hier. Aus meinem Messer und dann nochmal hier 1, 2 Dietriche. Nee. Ja. Gut. Schwer verletzt, hungrig, traurig. Gut, das passt erstmal noch. Ah ja. So. Genau, einmal zeigen mit Wasserfilter herstellen. Oh, das ist natürlich auch was Nices, wenn ich das hier
auch noch tun könnt, machen könnt. Ah ja, ist ja sehr müde. Ups, jetzt hast du gesehen. So, Moment, die kann doch bestimmt noch mal hier irgendwas. Ja, komm. Das ist echt geil gemacht. Hä? Wieso bin ich jetzt der andere nicht? Legst du dich jetzt mal ein? Also. Gut. Gut, damit leicht krank, das geht glaube ich auch noch. Gut, warte mal. Jetzt kann mit der da hingehen. Ah ja, genau. Die kann es jetzt komplett alle und das hier auch. Okay, nice. So, wollen wir sonst noch irgendwas beibringen? Nö, herstellen kann ja nichts mehr. Ne. Geht das dann noch? Ah ne, geht auch nicht mehr. Gar nice. Gut, muss ich das gar nicht überlegen. Das geht echt nicht mehr, ne? Ne. Bäh. Ja gut, machen können ja groß nichts mehr. Na, scheiß drauf. Yep. So, einmal noch eine Nacht, einmal noch einen Tag. Machen wir mal mit hier. Genau, Plünderer geht plündern. Passt, passt. Sehr hungrig, traurig, müde. Nö, du stehst auch wie vor Wache und du gehst ins Bett. Genau, passt. Das haben wir schon besucht. Ja. Dann gehen wir einfach mal da in ein ruhiges Haus. Menge Lebensmittel, große Menge Medikamente, Menge Teile. Was sind nochmal hier? Ah, okay. Ja, komm. Gehen wir zum ruhigen Haus. Die zwei mit rein, das mit rein, los. Ich hoffe mal, das System ist auch so schlau und das sieht das hier, wenn dann hier Dinger da sein sollten, wie Messer zum Beispiel, dass es dann die Wache automatisch nimmt. Wäre natürlich nice. Na toll. Gott. Ach komm, fangen wir unten an. Höp. Ja, na toll. Werden sie uns töten? Ja. Und wie? Hä? Sorry, ist eine Shotgun aus dem Regal. Ach Gott, nee. So, das waren die zwei Dietriche. Ist sie jetzt sauer oder so? Nö, machen tut die nichts. Gut, passt. Ja. oh ja, Wasser. Das doch mal einmal mit. Das haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Ne, haben wir noch gar nicht hier eingesammelt. Moment, dann machen wir das hier weg. Wobei, ich brauche Holz. Das ist echt scheiße. Reiner Alkohol nehmen, dann machen wir auch mal erstmal weg.
Ne. Da warte ich gerade erstmal noch. Ne. Kein Dietrich hier mehr. Na komm. Also hier bräuchte ich dann, wenn dann noch einen Dietrich. Oh, halt. Ah ja, genau. Das Jahr schon mal haben wir ja vorher schon. Hilfe, Hilfe. Was ist das? Inhaltsstoffe und Medikamenten. Alles klar. Gut. Damit ist alles schon soweit haben. Rucksack ist, glaube ich, voll, ne? Oder passt da noch irgendwo was? Nö. Nö. Also im Ausraum ist echt scheiße. So. Ist voll gemein. Aber, geiles Spiel. Jo. Tag 6, immer noch hier Konflikt. Wir wurden ausgeplündert. Ja, 2-2, Katja blutet. Sieht so aus, als würde sie es nicht überleben. Okay. Ich habe verhungert, aber sieht erschöpft aus. Aber sonst... Tödlich verletzt. Gut, Moment, dann nehmen wir jetzt auch sogar den hier. Am Verhungern. Das ist mir jetzt gerade egal. Boah, solange jetzt nicht einschläft. Na, deswegen holt die Kleine jetzt auch. Genau, warte mal, wer die ist. Genau, dieser Boden zerstört, die ist tödlich verletzt. Einmal so. So, einmal noch reden. Mit ihr gleich auch, deswegen gehen wir einfach mal schon mal hier. Ah ja, die macht ja dann nichts mehr, stimmt ja. Natürlich verletzt, Banaschier deprimiert redet. Gut, deprimiert sollte ja eigentlich noch reichen, ja? So. Jetzt hier mal kurz die Kleine hier. Moment, ist das nochmal? Blechkrank am Boden zerstört. Was haben denn die mal hier für Drops hier? Ja, okay. Die reden jetzt gerade alle. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Aber ich denke mal, die da unten werden zu ausfertig sein. Tödlich verletzt. So. Kann man doch eigentlich trotzdem mal noch hier Medikamente nehmen, oder nicht? Oder geht das dann ja nicht? Mal, wenn ich jetzt hier mal guck. Ne, geht tödlich verletzt, bringt es ja nichts, ne?
um Wunden zu verbinden. Mach jetzt einfach mal das hier. Also okay, mir geht es gut. Ja. Na dann, ach ja, da sehen wir eine Tür. Ah, nee, bringt nichts. So. Hä? Ach, mit der kann ich jetzt gar nicht mehr reden, oder was? Ja, komm hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir haben ja das Zeug hier. Wir haben doch hier, haben wir nicht? Doch, haben wir. Okay, ja, sonst aber auch groß nichts, ne? Na, jetzt will ich wirklich. Tabak, Kolomedizin. Okay. Nein. Das will er nicht mehr. Alles klar, dann machen wir es so. Urgenährt, leicht krank, deprimiert. Ja, okay. Dann machen wir da nochmal kurz was anderes. So, lass wieder einfach mal schaukeln, ne? Halt. Na. Ah, so. Ja, den Satz kenne ich auch. Erholt sich, deprimiert redet. Ja, bandagiert erholt sich. Alles klar. Jo. Das was wir lieber noch kurz weiterdrehen, ja, wobei es jetzt eh gleich auf die Nacht umschwenkt. Aber kann ich eigentlich hier irgendwie? Nö. Wie geht denn das dann mit dem Safen? Macht er das hier automatisch oder was? Weil ich kann ja hier nicht ganz ehrlich durchdatteln hier. Gut, hier geht schon mal nichts. Nö. Aufgeben will ich auch nicht. Ja. Die Nacht. Einfach hungern. Katja verletzt, genau, das passt ja eh, dass die hier im Bett pennt. Ne, Schiss los, Wache, genau, du bist auch im Bett. Alles klar, Stadtkrankenhaus. Vorsicht ist geboten. Nee, dann gehen wir auch noch woanders hin. Kleines Wohnhaus haben wir ja auch. Vorsicht ist geboten. Ja, machen wir es mal das hier, ne? Ja. Ach ja, Dietrich habe ich ja gar nicht mehr. Bäh.
Mist. Oh, die Zeit hier für den Tag geht echt zu schnell rum. Aber wie zur Hölle speichert denn das Spiel jetzt? Hat es irgendwie Autosave oder so? Ah ja, es war der erschöpft ist. Nein. No. Also so viele Möglichkeiten hat es hier als nicht, ne? Ah, doch, hier ein bisschen. Ah. Hört. Oh ja. Doch hat ja auch einiges hier zu bieten. Ah ja, Keller hat es auch noch. Uiuiuiui. Ja. Blablabla, eine Leile. Ah, suche im Keller nach einem Kartox hinter der verriegelten Tür, wenn du sehen bleib am Leben, bitte. Alles klar. So, haben wir jetzt auch mal ein neues Versteck mehr. Irgendwelchen Items. Haben wir jetzt hier schon irgendwas eingesammelt, was sinnlos ist? Ja, das hier machen wir mal weg. Das hier auch nochmal. Obwohl, das eine Brett nehmen wir mit. Das kann mit. Nope. So. Ha. Die nehmen wir jetzt einfach auch mal mit. Schaden tut sicher nicht. So. Mal gucken, wer da dahinter ist. Aha, hier also keiner aus mal. Holz, kann man mal eins mit. Haben wir schon 4 Stacks, naja. Aha, von der Bombardierung erfasst. Ja, ist schlecht. Eieiei. Aber bei damals schon also so viele, ja. Aber vor allem, dass die hier. Gibt's da nicht auch wieder ein Upgrade hier vom Rucksack oder irgendwie so? Das müsste doch ja auch geben. Was ist hier noch? Alter Walter. Also hier gibt's doch echt auch einiges. Habe ich, glaube ich, hier nochmal runter in den Keller. Dann müsste ich da irgendwie dann vorbeigegangen sein an diese tollen Geheimversteck da. Boah. Okay. Ups. Also hier müsste ich fast echt nochmal hin. Ach ja, die Ratten werden ja hier auch angezeigt. Stimmt, das ist das. Dab, dab, dab.
So, einmal noch fix einfach hier gucken. Ich glaube, da dürfte jetzt halt nur noch hier Zeugs im Ansammeln sein. Und keine Lupensymbole mehr. Ja, da komme ich natürlich nicht rein. Nein, ich brauche Sägeblätter. Na. Gut. Renn zum Ausgang. Ja. Wenn das denn macht. Oh, das ist erschöpft, da muss ich echt hier pennen lassen. Da wird es dann eklig hier eine Abreibung kriegen hier. So. Aber wie speichert er jetzt? Da gibt es echt, bis auf Aufgeben, gibt es ja gar keine. Okay, das gerade eben hat es gespeichert. Eindämmung der Kriminalität. Fling! Wir haben uns gewehrt, die erste Gold-Trophy hier im Game. Für alle überlebt. Und so weiter. Wir waren ausgeplündert. Was? Ja, so viel zu, alle überlebt. Oh nö. Ach, deswegen Katja und Kalina wurden verletzt. Ach ja, lol. Oh, wie bitter. Scheiße. lol. Okay. Bei extremer Schöpf liegt er sich einfach nur hin. Ja. Die ist jetzt aus Recht an den Boden zerstört. Scheiße. Vor allen Dingen, der Winter kommt ja jetzt erst noch, ne? Aber welche Trophäe war denn das dann? Achso, einfach die Kriminalität da überlebt, ne? Naja. So, jetzt weiß ich aber echt nicht, wenn ich jetzt rausgehe, speichert er das dann? Weil ich kann ja hier nur aufgeben, Mann. Ich will ja aber nicht aufgeben. Ah! Bist du dir sicher, dass du das Spiel schließen willst? Jeglicher Fortschritt seit dem letzten Speichern geht verloren. Okay. Also endet es ja nicht ganz, richtig? Ja. Ich mach's einfach mal. Aufgeben ist ja nicht aufgeben. Alter, bist du morgen arbeiten? Ah ne, passt, weiter. Okay. Alles klar. Perfekt, gut, weil ich ja nämlich an dieser Stelle hier auf. Ihr seht schon wieder spät genug, jede Menge Trophys gab es auch. Na, mal kurz Überblick können wir ja gerade mal kurz machen, dass ich auch weiß, welche Gold-Trophy das war. So, wir haben jetzt schon im Osten Durchlauf 29% vom ganzen Game. Und das war jetzt hier Banditen, Chaos und die hungrige Wölfe. Aber wir haben uns verteidigt und alle haben überlebt. Okay, aber anscheinend ja nicht. Naja, egal. Die haben wir auf jeden Fall schon mal. Und ein paar andere auch. Deswegen ja, ist auch nicht schlecht. Aber das andere habe ich trotzdem. Fusel habe ich. Bisschen Genuss habe ich. Nö, ich habe das echt nicht. Diese eine Trophäe mit dem Sessel auch mit. Hä? Jedes Gebäude, in das wir gehen, hat eine Geschichte. Welche Geschichte wollen unseres erzählen? Ah, okay. Ja, das war ja das eigene Haus komplett erkundet. Okay, alles klar. Ja, einer gestorben. Ja. Aber naja. Ein paar Dinge haben wir ja. Und ein paar immer noch nicht. Na, wie man das hier sieht. Ganze Versteckten hier. Okay, das ganze Game hat eigentlich fast so versteckt, bis auf das hier. Aber naja. So, machen wir beim nächsten Mal weiter. Müssen wir gucken hier, wann. Na, weil Freitag, Samstag ist eigentlich normalerweise Multiplayer Day. Müssen wir schauen, wie es aussieht. Und ja, für jetzt sage ich mal soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, haut rein, bis demnächst. Servus und tschüss.